Ich möchte mich erst hier, ich möchte natürlich erstmal weiter meine Pokémon trainieren, bevor wir weitermachen. Weil wir haben noch so viele Trainer noch nicht ausgekundschaftet, dass ich die gerne mitnehmen möchte. Was natürlich selbstverständlich ist, weil wir brauchen Level-Ups. Und zweitens, ich kann natürlich jetzt. Ach, ich habe ja noch Surfer. Oh, wie gebe ich den Surfer? Okay, ja, es kann nur einer lernen und das ist auch. Es reicht ja auch, dass er das erlernt. Ja, aber ich hätte gemacht, mal weg dafür. Machen wir Wasser für Wasser weg. Wofür brauche ich zwei Wasserattacken? So. Genau, wo wollte ich jetzt mit euch hin? Ihr werdet es gleich sehen. Und zwar, wir haben ja noch hier die eine Stelle mit den Radfahrern und dann haben wir noch die ganzen Wasserrouten, ja. Die gibt es natürlich auch noch. Tschüss, danke. Weil hier oben gab es ja auch ganz viele. Außerdem möchte ich mir mal sehen, wie das hier aussieht. Okay, der möchte nicht kämpfen, aber der möchte kämpfen. Also, das wird jetzt ein Part hier nur mit Trainer kämpfen. Und auch Routen, die wir noch nicht erkundet haben. Ein Plusli! Gegen Maskeregen. Habe ich keinen Vorteil, aber. Oh, Level 17. Obwohl, die gehen ja hier schnell platt mit Silberhauch. Wohl auch nicht. Sternschauer, okay. Aber schön hier wieder die Umgebung gestaltet. Muss man ja schon sagen. Ich glaube, die Route sollte man eigentlich machen, bevor man den Walter herausfordert. Wäre eigentlich optimal, wenn man das da dann macht und nicht später. Aber hey, was soll's, ja? Ah, ich weiß nicht, ob ich den sechsten Orden heute noch hinbekomme. Muss ich mal schauen. Wohl durchaus möglich, aber vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, kommt wirklich drauf an. So, Volteball. Level 14. Okay. Ist jetzt auch nicht gerade so berauschend, ne? Na gut, der Quit war, glaube ich, nicht ausschlaggebend. Okay, wir haben Level Up. Also 36 wird sich nochmal mein. Entschuldigung, mein Reptile weiter. Genau, kurz überlegen, welches Pokémon meine ich denn jetzt? Okay, das hat auch gereicht. Und das würde ich auf jeden Fall noch schaffen. Dass auf jeden Fall Reptile sich entwickelt und ja gut, die Route ist ein bisschen lang da oben. Und da können wir mal richtig schöne Pokémon fangen und mit Surfer können wir jetzt auch richtige schöne Wasser-Pokémon auch fangen. Was ich auf jeden Fall vorhab, weil wir müssen uns unser Geld nochmal für Pokébälle und so weiter ausgeben. Nochmal Magnetilo, okay. Ich glaube, heute war der. Welcher Part war es heute online? Oder welcher Part? Ich glaube, heute geht der Part online, wo wir die Devon waren. Genau, wo wir die Devon waren, zurückholen. Genau. Das war noch ganz am Anfang. Der Part kommt heute, damit ihr mal ungefähr so sehen könnt, ich bin schon beim fünften Orden und hochgeladen ist gerade mal der erste, genau, der erste ist gerade erstmal hochgeladen. Oh Gott, jetzt halt mal deine Knappe hier, ey. Der ist schon hört gar nicht mehr auf. Ja, also richtig sehr, sehr, sehr weit. Sehr, sehr weit schon fortgeschritten hier. Was wir da inzwischen schon alles erledigt haben. Ich glaube, Part 7 oder 8 geht online. Und ich glaube, wir sind hier schon im 23. Part. Genau, 23. Part 23 schon, Alter. 23. Und ist innerhalb von, ja, einer guten Woche, ja. Aber dafür macht das Spiel einfach zu viel Spaß. Das macht süchtig. Das macht richtig süchtig. Richtig süchtig. Ey, lass mich mal hier durch. Danke. Okay. King Ding. Ah, das Rätselhaus könnte ich auch noch machen. Stimmt. Also ihr seht schon, hier gibt es noch so viel zu erledigen hier. Ja. Oh, Minun. Der hat genau die anderen beiden Pokémon.
Ich habe ja gesagt, storytechnisch will ich ja versuchen, immer was reinzukriegen in die Parts. Was mir aber nicht immer gelingt. Oh nein, kein Funkensprung. Oh, niedlich. Wirklich niedlich. So, Inum ist auch K.O. So, jetzt sind wir hier unten gleich wieder. Genau, jetzt sind wir gleich wieder in Girlfriendport City angekommen. Ja, hier ist nämlich schon der Radweg noch nicht zu Ende, okay. Aber bald. Okay, ich habe 8 Zusammenschlüsse gehabt. Okay. Ah, das gab's eigentlich auch noch. Gab's dafür eine Belohnung? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube eher nicht. Das muss ich doch hier anmachen. Das ist doch viel interessanter für euch. Wie ich sehe, was es hier für Pokémon zu fangen gibt. Ey, das ist dann echt brutal. Hier ist der Namensbewerter. Heilen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Sondern ich möchte hier die Route nach Forsthafen unter surfen. Beziehungsweise die Gegend unsicher machen. Kann man sich auch im Wasser ran nähern? Das ist ein Wingull. Ja, man kann sich ran nähern, okay. Also im Wasser geht das auch. Mit dem langsam ranschleichen. Aber einen Winkel brauche ich nicht. So, jetzt kommen die ganzen Schwimmer hier. Ein Krebschor. Ja gut, da hätte ich jetzt auch meine Dings, mein Pfiffchen vorne haben können. Mit Donnerzahn oder mein Reptile allgemein. Könnte ich hier nach vorne tun. Aber die sind schon stärker mit Level 24. Carnivana, nein, da bleiben wir gerne noch bei unserem Maskeregen, weil das ist auch ein Typ Unlicht. Das ist der Silberhauch nämlich noch sehr effektiv. Tschüss. Oh, den Quid haben wir auch noch bekommen. Der war unwichtig. Metang, Alter, was ist denn mit Metang los? Das kommt ja richtig gut mit. Du hast es vermasselt. Genau so sehe ich es auch. Obwohl, das ist ja. Webtime kommt ja auch nicht mehr so wirklich hinterher, ne? Weißt du was, dann kommst du nach vorne. Was haben wir da für ein Pokémon? Oh! Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Pelipper Level 30! Du kommst in meine Denkensammlung rein. Machen wir den Felsgrab. Boah, Schutzschild, nerv doch nicht damit. Nerv doch einfach nicht damit. Hast du noch eine andere Attacke? Bestimmt treffe ich jetzt gleich nicht. Doch. So, innet langsamer Gegenstoß. Den Quid, den verzeih ich dir nicht hier. Laubklinge. Ist nämlich neutral. Oh oh. Mega sogar. Geht das noch gut? Riskieren oder nicht riskieren, ist hier die Frage, ne? Okay, fangen wir mit den Superbällen mal an. Blau passt nämlich. Okay. Die Fangrate kenne ich jetzt nicht so ganz genau. Schutzschild, okay. Passt. Unwichtiger Zug. Für ihn natürlich, nicht für mich. Okay. Gefangen. Philipp ist gefangen. Ich habe leider keinen Namen mehr. Oder habe ich noch einen Namen? Nee, ich habe keinen. Ich weiß es gar nicht. Ich kann jetzt auch schlecht nachgucken. Aber ich kann es ja immer wieder noch ändern. So ist es ja nicht. So. Belieber sucht nach Nahrung, während es über die Wellen fliegt. Dieses Pokémon taucht seinen großen Stab ins Meer, um seine Beute abzuschöpfen. Dann schluckt es alles auf einmal herunter. Okay.
Nein, ich möchte keinen Spitznamen geben, aber die Box 2 ist die Abonnentenbox. Gegen den haben wir schon gekämpft. Da kommen wir her. Wo haben wir es denn? Wasserflug lese ich schon, das reicht mir schon. Und ein weiteres wildes Pokémon. Ein Wingull, die Vorstufe. Haben wir hiermit gesichtet. Haben wir aber auch noch nicht gefangen, okay. Ich brauche mal ein paar KP zurück. Deswegen einfach mal Megasauger. Und die Erfahrungspunkte nehme ich dann auch mit. Wo sind denn hier die ganzen Schwimmer? Das ist ein Angler, okay. Ja, war klar, dass du gegen mich kämpfen möchtest. Ein Tentacher, Giftwasser. Gibt es ja auch immer so ein unnötiger Typ. Oh! Okay, also bei Tentacher nie heilen. Die Fähigkeit habe ich ganz vergessen. Weißt du was, dann kriegst du die Laubklinge ab. Die macht ein bisschen mehr Damage, obwohl unser Angriff nicht besser ist, sondern unser Spezialangriff. So, Chris hat das nächste Level und... Aber wir haben nicht so viele KP verloren, glaube ich. Das waren jetzt nicht ganz so viele, so. Weiter hier mit Surfer. Sind die hier drüben? Da ist auch ein Pokéball, den nehme ich gerne mit. Beziehungsweise eine Riesenbälle, die bringt Geld. Da ist noch jemand, okay. Ich will nach Forsterhafen runterschwimmen. Gegen Sonnenbrand habe ich mich geschützt. Momentan haben wir Winter bei uns, ja. Deswegen brauche ich es nicht. Ein Goldini. Auch gefährlich mit Hornbohrer. Sollte man auch nicht unterschätzen. So, wir wollen wieder ein paar KP zurückhaben. Jawohl. 29, das heißt, er hat 58 KP gehabt. Oder 59. Und ein Wolmer. Oh, das ist ja ein Energiespender. Ein Weilort brauche ich später auch noch. Mal schauen, ob ich ein Weilort später finde. Tschüss. Hat sogar gereicht. Und das ist wieder voll zu heilen. Also der Kampf war eine Heilspende für meine Webteilen. Der nächste Arena-Leiterin, ja, hat ja Flug-Pokémon. Also werde ich da wahrscheinlich mit meinen Pfiffchen sehr weit kommen mit Donnerzahn. So, wieder Wasserflug. Oh, das brauche ich dann nicht, ey. Gibt's hier nur Pelipa oder wie? Gibt's hier nur Pelipa, die hier so weit oben schwimmen? Nein, Tentachas gibt's auch noch. Level 20, ja. Komm, das hau ich platt. Okay, oder auch nicht? Oh, ich habe doch 18 KP verloren. Gucken, ob wir das fangen können. Weil Tentoxa ist nice, ist nämlich eine gute spezielle Wall. Ja, die man auch durchaus benutzen könnte. Jawohl, gefangen. So, neuer Eintrag natürlich wieder. Und, wie gesagt, an euch, wer noch keine Namen hat bei euch als Abonnent bei mir, könnt ihr gerne das in die Kommentare posten. Tentacher nimmt Sonnenschutz auf. Nein, Sonnenlicht auf und bricht es in seinem Körper mit Hilfe von Wasser, um es in Strahlenenergie umzuwandeln. Dieses Pokémon verschießt Strahlen aus dem kleinen, runden Organ über seinen Augen. Möchtest du? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte ihm keinen Spitznamen geben. Ich möchte hier gegen den da oben kämpfen. Also wenn ihr den Feuerschalter genommen habt, habt ihr Problem habt ihr dann wahrscheinlich auch nicht gegen die Schwimmer hier. Okay. Ich möchte mal gerne sehen, wie die Zornklinge aussieht. Ach ja, Mogellieb, da ist ja was gewesen.
Ja. Den Quit nehme ich gerne an. So, die Attacke ist jetzt nochmal stärker geworden. Okay, wenn Geber ja mitkommt, dann ist es immer ein gutes Zeichen. Maskeregen-Geber, ja, sag ich schon. Ja, ja. Maskeregen muss ja mitkommen. Mit dem Level, aber es ist eigentlich egal, wen ich vorne habe. Ich gebe wieder ein Pelipa. Ne, ein Wingull. Aber die Prachtfeder, das gab das Item. Okay. Jetzt hätte ich einen Raub haben brauchen. Ich habe aber keins momentan. Ein Sengo. Und das ist sogar ein Astrainer und kein Schwimmer, okay. Und das Kabel von der Capture-Card sollte ich vielleicht nicht so unbedingt gerne drauf rankommen, ja. Also bis jetzt habe ich noch keine Aufnahmeprobleme. Das freut mich. Das freut euch wahrscheinlich auch. Ich hoffe, dass du noch ein Wasser-Pokémon hast. Das wäre extrem nice von dir. Wenn du ein Set hast. Ein Karpilz. Das kann mein Schwalbe-Scan erledigen. Pflanze Kampf wird auch gerne benutzt, ja. Oder wurde früher auch gern benutzt. Sagen wir es mal lieber so. Offenlegung. Okay, Kapitel ist sogar schneller als ein Schwalbus. Oder die sind. Ne, Offenlegung ist, glaube ich, eine Prio-Attack, oder? Ah, das macht mir gar nichts. Nur weil ich das mit Bären. Nur mit der Wahl ich ja nichts mehr sparen. An Geld. Die Phase ist eigentlich vorbei. Ein Level noch, ne? Das ist ein Level up erreicht. Eine Strategie ist bar angegangen. Da muss ich dir leider zustimmen. Gibt es denn nicht noch das Schiff hier? Dann erkundige ich das Schiff zwischendurch. Wieder ein Astrainer, ja super. Astrainerin, Entschuldigung. Ein Vibites. Scheiße. Da ist mein Reptil schwach gegen. Ja komm, wir machen es trotzdem. Oh Gott, nice. Niedlich. Nicht der Giftblick, der macht Paralyse. Habe ich auch noch nie verstanden. Ach, okay, wir haben noch die Beere. Komm, mach die Laubklinge, die müssen doch mehr abziehen. Ja. Ach, hör doch auf mit deinem blöden Giftblick. Giftschock, nein. Ja, das war klar. Das war klar. Warum musst du denn noch ein Gift-Pokémon dabei haben? Das hasse ich. Jetzt muss ich echt das wieder. Na gut. Jetzt muss ich es wiederbeleben, was soll's. Jawohl, Flinklaue wirkt. Tschüss. Verschwinde, Fibites. Also, ich habe noch ein paar Namen, aber die sind extrem speziell. Nein, du brauchst keine Grimasse erlernen. Das werden wir die Initiative von der Gegner runterschrauben. Du bist meistens langsamer. Wollen wir Schwalbus gegen Schwalbus-Kampf machen? Alles ist schon paralysiert, dann ist jetzt. Nein, dann ist es erledigt. Der Schwalbus gegen Schwalbus-Kampf. Flügelschlag. Niedlich. Okay, nicht übel. Vielleicht wiegt die Flinklaue nochmal. Jawoll! Das war's, Schwalbus. Jetzt muss ich mal kurz meine Pokémon heilen. Also mit die zwei Astrainer habe ich hier nicht gerechnet. Dass es die hier nochmal gab. Auf dieser Route. Tja, ausgerechnet an so einem Ort verlierst du gegen mich. Tja. Pech. Tü-tü, Beleber. Genau, dann haben wir noch die Tränke hier, die müssen weg. Die brauchen wir nicht. Wie viele Bären habe ich denn davon? 6, okay.
Können wir dann auch mal kurz aufheben, dann können wir weitermachen. Genau, hier hinten ist doch das Schiff, oder? Die Seewurke von Malenfroh, ja? Genau, kommt man da irgendwie schon drauf? Können wir da schon irgendwas erledigen, wenn ich schon mal hier bin? Ne? Kann man ja eigentlich, kann man so sozusagen zur Story schon mitzählen? So ist es ja jetzt nicht. Mal die Laubklinge. Gereicht. Aber da gibt es auch, glaube ich, seltene Items drauf. Kann das sein? Maschok. Komm her, Schwalbos. Ja, wie gesagt, Reptile und Schwalbos, die ergänzen sich perfekt. So, Schwalbos. Oh, das ist ein Aeros-Wert. Und tschüss! Und wieder ist er weg ist. Ja, sind alle Level 35 gerade? Ich habe jetzt nicht drauf, so drauf geachtet. Ja, was geht denn hier? Ausgewiesenes Naturschutzgebiet der Höhlenregion. Ich glaube, man kommt da drauf, ja. Man sieht, dass es wirklich untergegangen ist. Ja, man kommt hier drauf. Okay, was willst du mir sagen? Bist du ein Tourist hier? Oh nein, danke. Ich möchte definitiv nicht spenden. Gain Fluchtzeit findet man hier drauf, okay. Du möchtest nicht kämpfen, oder nein? Kann man hier runterfallen? Nein, kann man nicht. Okay. Da liegt irgendeine... TM Regentanz, okay. Die wäre nice für mein Dings, für mein, Regentanz wäre gemeint für mein Umbreo nicht schlecht. Wollt ihr hier kämpfen? Nee. Ein seltenes Pokémon soll es dir geben. Okay. Willst du kämpfen? Nein. Ich denke mal, hier will keiner kämpfen. Die Tür ist verschlossen. Okay, also hier gibt es nur seltene Items. Okay, die ist offen. Schauen wir ganz unten. Die zwei, die stehen ja so zum Kampf bereit, wollte ich gerade sagen. Also unser Trainer ist auch ins Netz gegangen, ja. Müssen wir auf ein alten Schiff kämpfen. Oh, ein Liebespaar. Illumisieren, Volbeat. Was für ein Zufall. Jetzt ist die Frage, wer ist der gefährlichere von beiden? Ist, glaube ich, egal. Bei Schwalbos wird sie alle umnieten. Den ersten hat er schon umgenietet. Jetzt auf die Dame. Oh, bin ich. Das ist aber nicht nett von mir. Ah, Chris war noch nicht Level 35, okay. Ja, Felskrab war nämlich auch sehr effektiv. Die Ampelle leuchtet. Nein, 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 nein. Nochmal Felskrab, aber das ist uninteressant, weil er wird das eh erledigen hier. Mit Aeros. Tschüss. Tschüss, ihr Liebespaar. Hey, so ein bisschen die Titanic, kann das sein? Das Schiff hier allgemein. Auf 95 Angriff schon. Und die Initiative, das muss sich auch sehen vom Schwalbos. Ja, definitiv. Aber kein Item für mich. Apropos. Chopschutz. Aber brauche ich nicht hier Taucher? Dann hat sich das eh erledigt, glaube ich. Oder? War es nicht so, dass man hier vor allem Taucher gebraucht hat? Ja. Ja. Das ist eigentlich schon erledigt, dann können wir wieder hier runtergehen. Aber für Regen hat es sich schon mal gelohnt. Schade, schade, schade. Okay, hier hoch kommt man noch. Aber auch nicht weiter, ne? Ne, schade. Ah, Taucher braucht man. Hier muss ich mir merken, dass wir dann hier auch noch was zu erledigen haben. So, also weg hier. Auf nach Faustohafen. Was ist denn das für ein Pokémon? Wassergift haben wir schon, Tentara. Den Schwimmer da hinten, dass ich Schwimmer sein. So, nächster Kampf. Genau. Jetzt weiß ich wahrscheinlich, warum da Astrainer in der Gegend waren. Ja.
Schwimmerin. Mit ein dickes, fettes Wollmeer. So, einmal Megasäure. Wir müssen uns nämlich die KP wiederholen. Die wir bei der Appellleuchte verloren haben. Jawohl, haben wir sie auch schon wieder. Und ich warte noch auf das Level ab. Ja, ein Pokémon noch. Ja, also das, also zwei Level haben wir, glaube ich, schon durchbekommen jetzt. So, gleich weiter. Da war das nächste Pokémon. Hört sich nach dem Wollmeer leider an. Das hätte ich gern gehabt. Und jetzt dann weit. Na gut, bis Level 40 jetzt hoch trainieren müssen. Bis es sich zu einem Wildlord entwickelt. Das wäre dann schon ein bisschen Arbeit geworden. Nochmal die Laubklinge. Ist ja neutral, brauche ich ja kein Felsgrab. Das brauche ich eigentlich nur bei Käfer-Pokémon. Aber da zieht es eigentlich mehr ab. So, überall zwei, das ist auch nice. Mittag reicht auch ein Level ab. Okay, jetzt können wir mal Scherbe. Jetzt können wir mal hier, genau, unser Lumbrero mal zum Einsatz bringen. Weiß halt auch noch kein Level, weil das ist Wasserboden-Pokémon. Da sollte ein Absorber reichen. Ja, mit Step und allem drum und dran reicht das auch. Ein Wallman, da setze ich mein Chris wieder lieber ein. Mit Donnerzahn, der sollte mehr abziehen. Und ich wurde gerade bei Skype angeschrieben. Okay, das heißt, ich soll die Aufnahme, glaube ich, mal beenden. Ja, ich werde sie pausieren. Weil das müsst ihr, liebe Denkoku-Senpai. Schöne Grüße, falls du zuguckst. Ja? Na gut, mache ich den einen Part länger. Mache ich den Part 30 Minuten lang. Das ist auch eine Möglichkeit. Also, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder ist. Let's Play Pokémon Alpha Saphir nach dieser Reptile-Entwicklung. Haut rein!